Hallo, herzlich willkommen bei den Koch-Oschis. Heute Morgen machen wir zusammen Gulasch. Viel Spaß dabei! Ich werde jetzt die Paprika, die Zwiebel und den Knoblauch schon mal etwas kleiner machen. Das Fleisch ist ja schon Gott sei Dank schon in Stücke geschnitten. Ihr müsst mal gucken, die sind manchmal etwas zu dick. Wenn ihr die etwas dünner mögt, dann sind die auch schneller gar. Müsst ihr die zerkleinern. Boah, was für ein schlimmes Geräusch. Das hört sich ja schlimm an. Und die Zwiebel. Die Zwiebeln könnt ihr ruhig ein bisschen größer lassen. Den Knoblauch schäle ich nur und halbiere den. Dann kommt er gleich in die Knoblauchpresse. So, das kommt jetzt alles zum Herd. So, ihr könnt jetzt die Pfanne vorbereiten. Also ich nehme jetzt zum Anbraten Schweineschmalz, das nehme ich jetzt nur, weil ich den noch vom Grünkohl habe. Wenn das Fett heiß ist, könnt ihr das Fleisch dazugeben und mit Pfeffer und Salze schon mal mit Pfeffer, Salz und Paprika schon mal ein bisschen würzen. Ich habe das Fleisch schon in die Pfanne getan und gewürzt und ich lasse das jetzt erstmal ein paar Minuten auf dem Herd. Wenn man mag, kann man jetzt auch schon das Knoblauch würzen, das Knoblauchpresse. Aber ich mache das erst, wenn ich die Zwiebeln und die Paprika dazu gebe. Und später kommt nach und nach etwas Feuchtigkeit dazu, etwas Wasser dazu. Dafür habe ich ungefähr einen halben Liter Wasser und nehme einen Teelöffel Senf. Wenn der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist, gebt ihr bitte die Zwiebeln und die Paprika hinzu, sowie den gepressten Knoblauch. Wenn die Zwiebeln glasig sind, gebt ihr euer Senfwasser dazu. Das Ganze lasst ihr eine gute anderthalb Stunden köcheln. Gebt immer wieder Wasser dazu. Es muss wirklich die ganze Zeit köcheln. Nicht kochen, aber köcheln, es muss immer gut zu tun sein da. Nach gut 2 Stunden ist das fertig. Und schmeckt ganz vorzüglich. Ich habe die Nudeln da schon reingepackt, weil ich das jetzt heute Abend essen werde. Aber das schmeckt richtig toll. Ich hoffe, euch schmeckt das Gulasch genauso gut wie mir. Schreibt mir mal unten rein, wie es euch geschmeckt hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!